Hallo zusammen, mein Name ist Tobias und in diesem Video möchte ich euch gerne einen Filettopf aus dem Dutch Oven zeigen. Allerdings mit Rind. Wie das Ganze funktioniert und was ich dort für Zutaten benutzt habe, seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei! Filettopf wird ja eigentlich dort mit Schweinefilet gemacht. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt ein Rinderfilet zu nehmen. Das hat einen Grund, und zwar bei YoBeef gibt es im Moment eine Aktion. Und zwar bekommt ihr das etwas vergünstigt. Weitere Informationen findet ihr so oder so unten in der Infobox. Aber wir gucken uns jetzt erstmal die anderen Zutaten an. Die Zutaten, relativ einfach. Den Hauptdarsteller vorhin gezeigt, das Rinderfilet, ein bisschen Senf, Geflügelfond. Dann haben wir eine Zwiebel, ein paar Champignons. Zu Anschauungszwecken nur zwei: Knoblauch, Petersilie, in dem Fall die Krause, Bacon, ganz, ganz wichtig, ein bisschen Sahne und Creme fraiche. Schnibbelarbeiten bleiben euch leider nicht erspart. Champignons einfach kurz vorher putzen und dann in schöne Scheiben runterschneiden. Dann die Zwiebeln in Halbringe runterschneiden, einfach richtig schön gleichmäßig. Und dann den Knoblauch einfach, ja, so klein wie es geht runterschneiden. Dazu erstmal in Scheiben runterschneiden und dann einfach klein runterhacken. Und dann sind wir mit den Vorbereitungen fast fertig. Da fehlt nämlich jetzt noch das Fleisch. Kommen wir zu den unangenehmeren Teilen, und zwar das Filet. Schaut euch das mal an, diese schöne Marmorierung. Ist das nicht hervorragend? Und zwar haben wir jetzt hier einmal ein Kopfteil vom Filet und einmal diesen hinteren Kern vom Filet. Und diesen müssen wir jetzt halt ein bisschen abschneiden. Und zwar haben wir hier jetzt so eine kleine Linie, wie ihr das hier so sehen könnt. Und an dieser Linie schneide ich jetzt dran her, damit wir den Kopf und das einzelne Filet dann gleich in einzelnen Stücken haben. Und das Filet ist jetzt ganz wichtig, dass wir das in kleinere Stücke runterschneiden, denn wir wollen das gleich einmal vorgaren oder beziehungsweise richtig schön scharf anbraten. Und jetzt möchte ich euch das einmal zeigen, wie das von innen aussieht. Seht euch das mal an. Sieht das nicht genial aus? Richtig, richtig cool. Und von der Breite her zeige ich euch auch einmal kurz. So, ich sage jetzt mal gute 2 cm. Sollten ausreichen. Ja, und das schneide ich jetzt erstmal weiter und dann sehen wir uns gleich am Dutch Oven. Der Dutch Oven hat jetzt richtig schön Hitze. Das heißt, da müsst ihr auch darauf achten, dass er richtig schön viel Hitze bekommt. Jetzt die Filetstückchen. Einfach, ja, wie so ein Steak quasi ordentlich anbraten. Das heißt, ihr braucht noch nicht mal Öl oder dergleichen. Und ich sage jetzt mal pro Seite so 2 Minuten. So, 2 Minuten später drehen wir das Ganze mal um. Schaut euch mal diese Röstaromen an. Das ist halt wirklich genial. Das hat damit zu tun, dass der Dutch Oven halt wirklich richtig schöne Hitze hat. Aber länger dürfen sie auch tatsächlich nicht anbraten. Das mache ich jetzt mit der anderen Seite auch und ja, dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Ich habe jetzt den Dutch Oven ein bisschen abkühlen lassen und unten die Kohlen auch ein bisschen anders verteilt, sodass ich hier jetzt mit dem Bacon anfangen kann. Oder die Baconwürfel quasi. Der Dutch Oven hat immer noch ein bisschen Hitze, ist jetzt aber leicht abgekühlt. Und da brate ich jetzt erstmal den Bacon drin an. Und der Bacon dann halt so schon aussieht, dann kommen die Zwiebeln einfach hinzu. Und dann kommt es jetzt Schlag auf Schlag, denn jetzt kommen nämlich die Pilze schon rein. Und die, logischerweise, verlieren jetzt erstmal Wasser ohne Ende. Das heißt, habt da ein bisschen Geduld, bis ihr den nächsten Schritt macht, sondern lasst da jetzt erstmal das Wasser von den Pilzen erstmal austreten. Und wenn die Pilze jetzt so langsam so ein bisschen Flüssigkeit verlieren, so wie jetzt, jetzt fängt hier unten so leicht an zu blubbern, wie ihr das sehen könnt, so sehen könnt, mache ich einfach ein bisschen den Knoblauch rein. Und der wird jetzt auch einfach darunter gemengt. Dann lassen wir das auch wieder so für 2-3 Minuten köcheln. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Schritt, und zwar die Sahne. Einfach ein bisschen reingeben. Keine Sorge, die kompletten Rezeptangaben findet ihr wie immer auf tobiasgrill.de. Könnt ihr unten in die Infobox schreiben. Einmal reinschauen, da schreibe ich euch das nämlich rein. Einmal durchrühren.
Das Ganze lassen wir jetzt so ein bisschen einreduzieren und beobachtet immer so diesen Flüssigkeitsstatus, denn wir brauchen halt eine, ich sag jetzt mal, grundsolide Soße, aber auch nicht zu flüssig. Deswegen, das lassen wir jetzt so ein, zwei Minuten noch einköcheln. Dann geht es gleich weiter. Das Ganze hat sich jetzt schon ein bisschen einreduziert und jetzt einfach ein bisschen Creme Fraiche nehmen. Dann Petersilie. Die gibt natürlich auch einen richtig schönen Geschmack ab. Schön durchrühren, dass alles vermengt ist. Und wenn das jetzt so am Köcheln ist, dann nehmt ihr einfach die Filets, die sind ja eh noch nicht durchgegart, und die legt ihr dann einfach hier in den Sud mit rein, richtig schön mit runterdrücken. Und die lasst ihr dann einfach so, ja, für euren gewünschten Gargrad einfach mitköcheln. Und das mache ich jetzt in dem Fall. Und dann gucken wir uns gleich mal das fertige Resultat an. Und wenn das Ganze jetzt so am Köcheln ist und euren gewünschten Gargrad so langsam erreicht, müsst ihr immer wieder den Flüssigkeitsgrad so beobachten. Denn da ist es halt wichtig, dass es nicht zu dickflüssig wird, aber auch nicht zu dünnflüssig ist. Wenn es jetzt zu wenig ist, dann könnt ihr auf den Bratensaft, den ihr durch die Filets, durch das angebratene Filet ja überhaupt, wieder zurückschütten. Damit könnt ihr denn die Flüssigkeit so ein bisschen höher halten oder beziehungsweise die Dicke ein bisschen höher halten. Oder ihr greift halt eben halt auf das gezeigte Geflügelfond zurück. Aber wir gucken jetzt erstmal, was die Filets machen. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste, sage ich immer, aber ich messe einmal gegen. Wir sind jetzt hier, ja, 54 Grad, das ist schon mal sehr gut. Hier vorne messe ich auch nochmal, auch 54 Grad, das ist Filet. Wir sind da auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Da sind wir auf jeden Fall schon fertig. Schneide ich das Ganze jetzt erstmal an, um euch den Gargrad zu zeigen. Noch mal ein, zwei Streifen hier runter. Ja, das ist genau das, was man beim Filet eigentlich haben sollte. Ja, jetzt heißt es probieren. Und da haben wir ihn, den Probierlöffel oder beziehungsweise die Probiergabel. Und da ist halt wirklich alles drauf. Von Zwiebel über Champignon bis, ja, bisschen Fleisch. Hervorragend. Champignon, das Fleisch. Ich bin ehrlich, der Bacon hätte ein bisschen mehr Salz geben können. Das heißt, ich würde es da gerne noch mal nach, wenn ihr das nachmachen wollt. Das ist so lecker. Bevor es kalt wird, wir werden weiter essen. Alle Informationen findet ihr unten in der Infobox. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, Daumen wäre nicht schlecht, würde mich freuen. Und ich würde sagen, bis dahin.